Heute wollen wir euch zeigen, wie man Mandelmilch selbst machen kann. Mandelmilch ist eine perfekte Alternative zu Kuhmilch, denn sie enthält Kalzium, Kalium und Magnesium und sie ist reich an Vitaminen E und B und liefert wertvolle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Um Mandelmilch selbst zu machen, braucht ihr Mandeln, Wasser und Agavendicksaft zum Süßen. Und außerdem einen Mixer, ein Sieb, einen Nussmilchbeutel oder ein Passiertuch und einen Krug zum Auffangen der Milch. Wenn ihr Mandelmilch herstellen wollt, solltet ihr die Mandeln zunächst über Nacht einweichen. Sie werden so weicher und es werden Enzymhemmer abgebaut, was dem Körper die Verdauung erleichtert. Gebt die Mandeln dazu einfach in ein Gefäß und gießt Wasser hinzu. Nach dem Einweichen gebt ihr die Mandeln in ein Sieb und spült sie gut ab. Nun könnt ihr sie zusammen mit dem Wasser in den Mixer füllen. Haltet dabei ungefähr das Verhältnis 1:4 ein. Auf einen Teil Mandeln kommen 4 Teile Wasser. Anschließend mixt ihr beides gut durch. Nach dem Mixen folgt das Abseihen. Dazu braucht ihr den Nussmilchbeutel. Gebt die Mandelwassermasse einfach durch das Tuch und drückt sie gut aus. Die übrig bleibenden Mandelreste, den sogenannten Trester, könnt ihr auch noch verwenden, zum Beispiel als Zutat für leckere Cookies. Und schon könnt ihr die gewonnene Milch genießen. Wir empfehlen, die Milch noch ein wenig zu süßen, zum Beispiel mit Agavendicksaft. Ihr könnt aber auch ein paar Datteln mit in den Mixer geben. Diese liefern neben Süße auch noch weitere Nährstoffe. Hier kommt noch einmal das Rezept. Viel Spaß beim Ausprobieren!